Die Wahlschlacht, eine Sondersendung zur Bundestagswahl, live aus Berlin. Sehen Sie das letzte TV-Duell der Superlative. Den Kampf der außerparlamentarischen Spitzenkandidaten, direkt vom Brandenburger Tor. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der Wahlsonntag ist in greifbarer Nähe. Frau Merkel und Herrn Steinmeier kennen Sie bereits, aber was ist mit den wirklichen Spitzenkandidaten? Begrüßen Sie mit mir Martin Sonneborn, den Bundesvorsitzenden der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative, kurz die Partei. Und Matthias Matusek, den Vorsitzenden der Deutschen Klassikpartei, kurz DKP, mit dem außerparlamentarischen Spitzenkandidaten Goethe. Meine Herren, das ist ein TV-Duell, Sie kennen die Regeln. Wir werden die Sprechzeit erfassen, damit alles ausgeglichen und ordentlich zugeht. Wir haben einige Themenschwerpunkte vorbereitet, auch Zuschauerfragen, zu denen Sie dann Stellung nehmen können. Alles klar? Soweit? Sehr gerne. Ich bin dafür, um das demokratischer zu gestalten. Normalerweise ist es ja so. Ich bin eigentlich gegen Zuschauerfragen. Ja, das dachte ich mir. Das ist ja eine Internetsendung und da sitzen ja nur bekloppte Nerds und Piratenparteianhänger davor. Wir gehen jetzt zum ersten Themenschwerpunkt. Arbeit. 3,5 Millionen Arbeitslose in Deutschland und die Finanzkrise wirkt nach. In den Industriestaaten könnten nach Schätzungen der OECD in den kommenden Monaten insgesamt 25 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Hat Deutschland noch eine Chance? Herr Sonneborn, bei Ihrer Partei steht die Arbeit im Namen. Was sind Ihre Ziele? Ich muss erst mal sagen, dass die Krise offenbar größer und tiefer ist, als wir das gedacht haben. Wir sind die Partei, die gegen die Krise ist. Wir sind bereit, Arbeitsplätze zu schaffen. Die FAZ hat einmal ausgearbeitet, dass wir mit dem Mauerbau, den wir anstreben, 80.000 Arbeitsplätze schaffen würden. Und ich glaube, das ist eine realistischere Zahl als die Millionen oder 4 Millionen, mit denen andere Großparteien im Moment argumentieren. Herr Matusek? Ja, also ich weiß nicht, wo Sie Ihre Zahlen hernehmen. Wir haben heute über 3 Millionen Arbeitslose in der Bundesrepublik. Wenn ich auf meinen Rekord verweisen darf oder auf den von dem Geheimrat, in Weimar damals waren etwa 480 Arbeitslose gemeldet, davon 85 unter 14 Jahre. Das spricht wohl für sich. Herr Sonneborn? Ich möchte gerne darauf hinweisen, meinen Kontrahenten hier, dass sich Weimar nach wie vor in der Zone befindet und dass gerade die DDR Arbeitsbedingungen geschaffen hat, unter denen, glaube ich, jeder eine Iphigenie hätte schreiben können, denn es wurde allgemein nicht viel gearbeitet. Wann haben Sie denn Ihr letztes Drama geschrieben eigentlich? Ich wohne im Westen, ich bin ein hart arbeitender Bundesvorsitzender einer kleinen obskuren Partei ich habe natürlich Dramen in der Schublade, aber die kommen erst raus, sobald wir an der Macht sind. Das sagen Sie alle. Versprechen immer das Blaue vom Himmel herunter, das ist bei Politikern so. Das möchte ich sehen, das Drama. Lassen Sie uns zum zweiten Schwerpunktthema kommen. Da haben wir eine Zuschauerfrage. Liebe Politiker, wie wollen Sie sicherstellen, dass ich nach der Wahl weniger Steuern zahle? Herr Matusek, klare Frage, klare Antwort. Klare Antwort ist die, es werden die Steuern gesenkt. Sie haben ein Ehrenwort, das Ehrenwort eines Klassikers. Da sollte noch was zählen in diesem Lande. Im Übrigen spricht auch mein Track Record für uns, für die Deutsche Klassikpartei, vor allen Dingen für die Arbeit des Geheimrats. Er hat den Verteidigungshaushalt gesenkt, beschnitten, gekürzt, dramatisch gekürzt. Herr Sonneborn, das sage ich auch in Ihre Richtung. Ihr Wagen wird abgeschleppt, Herr Matusek. Das sage ich auch in Ihre Richtung. Er hat das Artilleriekorps aufgelöst und hat nur eine einzige Haubitze behalten, die zum Salutschießen übrig blieb. Also da hat er massiv reduziert und ich glaube, mit einer vernünftigen Kostenplanung kann man die Steuern senken. Herr Sonneborn. Frau Häkkinen, ich glaube, wir werden die Steuern erhöhen. Ich glaube, wir sind die einzige Partei, die sich dafür stark macht, jetzt vor der Bundestagswahl die Steuern zu erhöhen. Ich glaube, dass uns das Sympathien draußen an den Geräten bringen wird. Haben denn Sie gemerkt, die Leute lassen sich natürlich nicht blenden von diesen ganzen Versprechungen, die vor der Wahl gemacht werden. Ich glaube, wir sind eine ernste Partei. Und dieses Offene, dieses Ehrliche, das lässt uns, glaube ich, auch die Herzen der Menschen draußen im Lande erringen. Thema Wirtschaftskrise, Herr Sonneborn. Ihr Konzept? Wirtschaftskrise ist mit uns nicht zu machen. Sobald wir an der Macht sind, werden wir die Wirtschaftskrise beenden. Wir sind gegen Krisen jeglicher Art und ich glaube, dass der Bürger auch das honorieren Aber wird. Machen, Herr Sonneborn, tun, handeln,
Das will keiner von denen. Sind Sie dafür mit Ihrer Partei? Für die Krise? Wir sind dabei, die Wirtschaftskrise zu beheben. Inwiefern? Ja. Was haben Sie da für Konzepte anzubieten, die uns und den anderen obskuren Parteien verborgen geblieben sind bisher? Zum Beispiel vorlesen, gegenseitig vorlesen. Im Übrigen, alles andere steht in der, ich kann immer nur verweisen auf die 20-bändige Werkausgabe bei Klett-Cotta. Da steht alles detailliert drin. Können Sie bitte nachlesen. Da scheint es doch sehr gegensätzliche Positionen zu geben. Ja. Kommen wir zu unserem nächsten Schwerpunkt. Außenpolitik. In Afghanistan gerät die Bundeswehr immer stärker unter Druck. Iran bastelt an der Bombe und US-Präsident Obama klagt, Amerika kann die Probleme der Welt nicht mehr alleine lösen. Was tut Deutschland? Also, Herr Sonneborn, was haben Sie dazu zu sagen? Ich bedanke mich für diese Frage. Ich kann sagen, dass wir im Falle Afghanistan zuerst mal den Krieg erklären werden. Die Partei ist ja der politische Arm des Faktenmagazins Titanic und wir haben bereits einmal einen Krieg erklärt, als die Bundesregierung das vergessen hat. Das ist der wahrscheinlich fundamentalste Unterschied unter unseren Parteien. Das ist die Partei der Kriegstreiber, die nichts gelernt haben aus der deutschen Vergangenheit. Wir von der DKP sind für die sofortige Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mit... Warum haben Sie eine Kanone im Garten stehen, wie wir gerade hörten? Zum Salut schießen, Herr Sonneborn. Schießen ist schießen. Zum Salut schießen. Das Ding muss irgendwo wieder runterkommen. Wenn Sie mich bitte ausreden ließen. Wir sind für die sofortige Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt. Wir sind eine Mittelmacht, Herr Sonneborn. Das wissen Sie so gut wie ich. Wir können uns eine Konfrontation in der Mitte Europas nicht leisten. Wir haben Napoleon, wir haben die Preußen auf der anderen Seite. Wir müssen lavieren. Ich möchte hier etwas ergänzen, bitte. Mit Hessen wird es niemals Frieden geben dürfen. Ich zitiere einmal die hessische Küche. Erinnern Sie sich an den Kannibalen von Rothenburg, was da gegrillt wurde? Ich glaube, mit einem solchen Volk ist kein Frieden zu machen und sollte auch nicht gemacht werden. Dann lieber mit Afghanistan. Es war ein Einzelfall. Wissen Sie, was die Berliner hier jeden Tag essen? Wissen Sie, was in der Currywurst drin ist? Na bitte, I rest my case. Sobald wir an der Macht sind, werden wir klären, was in der Currywurst ist. Und, verteilen Sie eigentlich noch Pferdefleisch an Ihre Parteimitglieder? Nein, wir haben das eingestellt. Warum? Nee, sind Sie weil hungrig? Mein Pferd ist auf den Namen Poesie getauft und... Das ist unsere Art der Wertschätzung der Kreatur gegenüber. Ne? Also für mich klingt das ein bisschen hohl, ein bisschen fadenscheinig, wenn Sie von Tierschutz reden. Pferde sind keine Wähler, die uns interessieren. Tierschutz haben wir nur im Namen, weil es kommt darauf an, wie die Leute darauf einsteigen. Wir sind auch für die Erhöhung, für die 700-prozentige Erhöhung der Hundesteuer in Berlin zum Beispiel. Das bringt uns viel Sympathien in der Hauptstadt. Aber wir haben auch das Wort Elite, Förderung im Parteinamen, weil uns die junge Elite draußen an den Geräten am Herzen liegt. Ich bin dafür, dass Sie 14, 15 Semester kostenfrei studieren können. Wir finanzieren Ihren Unterhalt mit BAföG, 1000 Euro im Monat und hinterher stecken wir Sie in die Produktion. Machen wir es nichts vorher, Sonneborn. Irgendwann wird der Tag kommen, wo Ihnen die Maske vom Gesicht gerissen wird und wo die deutschen Wähler erkennen werden, was sich hinter Ihnen und hinter Ihrem Programm versteckt. An dieser Stelle möchte ich Sie bitten, ein kurzes Schlussstatement dem Zuschauer nochmal in die Kamera zu hauchen. Zu hauchen? Das ist mit uns nicht zu machen. Ein Schlussstatement, bitte, Herr Sonneborn. Schlussstatement, liebe Wähler, Bürger draußen an den Geräten. Ich möchte Sie bitten, sich bei der Bundestagswahl am 27.09. nicht allzu sehr zu verausgaben. Wir, die Partei, werden versuchen, diese Wahl wiederholen zu lassen, weil wir vom irren Bundeswahlleiter Roderich Eseler nicht zugelassen worden sind zu dieser Wahl. Und wir ziehen jetzt vor das Bundesverfassungsgericht. Wir treffen uns gerade mit Vertretern der OSZE. Und wir werden auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Also überlegen Sie, was Sie machen in dieser Wahl. Sie können auch ins Grüne fahren oder sich betrinken. Tun Sie, was Ihnen Spaß macht. Ich glaube, Sie werden eine zweite Chance erhalten. Ich bedanke mich. Herr Matusek, Ihr Schlussstatement. Liebe Wähler, ich bedanke mich für den Zuspruch, den wir in den letzten Wochen durch Sie erfahren haben. Ich werbe um Ihr Vertrauen. Ich verspreche, dass ich mich für Ihre Belange einsetzen werde. Ich kann Ihnen garantieren, dass eine Stimme für uns bleibt.
Herr Sonnenborn, wenn Sie versuchen, mein Schlussstatement, wenn Sie was? Sie waren auch Staatstragend, Herr Sonnenborn. Das nimmt uns Wählerstimmen, wenn Sie jetzt wissen Sie was? Werden. Wissen Sie was? Wir lassen das jetzt hier. Wenn das Demokratie ist, wie Sie sie verstehen, ja, dann sind Sie in dieser Wahl deplatziert. Herr Matusek, verlassen Sie bitte sofort das Studio. Das haben Sie mir nicht zu sagen. Sie sind der Gast hier. Ich glaube, wir brechen an dieser Stelle ab. Unser Zeitkonto. Herr Matusek, möchten Sie nicht... Ich würde gerne mal ein Schlussstatement jetzt... Also schön. Wählen Sie uns ich glaube, das sie können uns war sie auch schon, unsere Sondersendung zur Bundestagswahl. Wenn Sie immer noch nicht wissen, wen Sie wählen sollen, dann kann ich Ihnen auch jetzt nicht mehr weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen und tschüss. Gerne.